Herzlich willkommen, Tom Adler. Dankeschön, Paul, für die freundliche Begrüßung. Danke, dass ich hier am Housing Action Day heute sprechen kann. Der muss auch Anlass sein, eine Bilanz zu ziehen. Eine Bilanz darüber, was seit unserer letzten großen Demo im Frühjahr 2019, als knapp 5000 Leute durch die Stadt gezogen sind, vorwärts gegangen ist oder eben auch nicht vorwärts gegangen ist. Und ich nehme vorweg, für die Leute mit den kleinen Geldbeuteln in dieser Stadt sind die Mieten weiter gestiegen. Es ist nichts vorwärts gegangen. Besser geht es nur der Immobilienbranche, den Wohnungsbauunternehmen, die im Durchschnitt der Bestandsmieten heute schon fast 11 Euro pro Quadratmeter einstreichen, von Neuvermietungen, die im Durchschnitt, wohlgemerkt im Durchschnitt, über 13 Euro liegen, gar nicht erst zu reden. Für diese Raubritter aus der Immobilienbranche geht die Profitmacherei mit Betongold trotz Corona, Wirtschaftskrise und Lockdowns ungebremst weiter. In der heutigen Beilage zur Stuttgarter Zeitung jubeln sie, dass Grund und Boden sich weiter verteuert und dass Entlastung bei den Mieten trotz Corona nicht in Sicht seien. Sie bauen einfach darauf, dass die politischen Mehrheiten so weitermachen, wie sie es bisher getan haben. Politik von Bund, Stadt und Land hat sie immer gut bedient und nur mit kleinen Korrekturen darauf reagiert, dass es riesige Probleme gibt. Kleine Korrekturen, die ihr Geschäftsmodell grundsätzlich nicht in Frage stellen. Zum Beispiel das Zweckentfremdungsverbot. Dieses seit Februar überarbeitete Gesetz legalisiert weiterhin Leerstand, der schon vor 2016 bestanden hat. Wer also lange genug spekulativ leer stehen lässt, wird belohnt, statt dass er zwangsvermietet wird bzw. enteignet, was die einzig richtige Antwort wäre. Die bezahlbaren Mieten standen und stehen bisher nicht im Zentrum, wenn Oberbürgermeister und Gemeinderäte Wohnungs- und Mietenpolitik machen, sondern im Zentrum stehen die Eigentümerinnen. Dort drüben in der Böblinger Straße, auf dem früheren Hofbräugelände, wird das den Häslacherinnen und Häslachern tagtäglich demonstriert. Der Stuttgarter Hofbräu ist ja schon lang nicht mehr einfach der lokale Bierbrauer, sondern gehört der Radeberger Gruppe, die wiederum dem Dr. Oetker Konzern gehört. 2014 haben die dort entschieden, dass Grund und Boden in Häslach schneller Profit abwirft, als man das mit Bierbrauen machen kann. Und sie haben eingefädelt, dass ihr Grundstück an Aldi verkauft wird. Auch Aldi betätigt sich längst nicht mehr nur als Billigdiscounter, sondern als Immobilienunternehmen und baut auf dem Gelände dort drüben nicht nur einen neuen Aldi-Markt, sondern auch teure Wohnungen statt das, was Häslach und die Stadt so dringend brauchen, nämlich mehr Wohnungen, die sich auch die Aldi-Verkäuferin und der Straßenbahnfahrer, die Alleinerziehende und der Rentner noch leisten können. Und da kommen jetzt zwei Dinge ins Spiel. Erstens, die Verfilzung der Stadtspitze mit den Großeigentümern und zweitens die Bodenpolitik. Zuerst zum Filz. Längst bevor die Öffentlichkeit oder der Stadtrat von den Hofbräu-Aldi-Deals erfahren hat, hat sich Ex-OB Kuhn und sein SPD-Baubürgermeister Hahn schon im Oktober 2014, das ist jetzt über 6 Jahre her, mit den Vertretern der Radeberger Gruppe getroffen und ihr Okay zu ihren Plänen signalisiert. Das ist durch Dokumente belegt. Wen wundert es also, dass dann der Bebauungsplan für Hofbräu Radeberger Oetker so ausgestaltet und geändert wurde, wie die das wollten? Der neue Bebauungsplan schafft für den Aldi-Konzern die Bodenwerterhöhung gleich mit. Kein Wunder also auch, dass alle unsere Anträge im Gemeinderat abgelehnt wurden, die eine soziale Nutzung dieses Geländes ermöglicht hätten. Erstens, dass das Areal ins Häslacher Stadterneuerungsgebiet mit aufgenommen wird. Das hätte nämlich sofort ein Vorkaufsrecht für die Stadt bedeutet. Zweitens, dass die Stadt es selber kauft, damit dort sozial gewohnt und gelebt werden kann, statt Hofbräu und Aldi die Kassen zu füllen.
Das Hofbräugelände zeigt, was sich in den Ämtern ändern muss, dass die Weichen von mehr Profit auf Mietenstopp umgestellt werden. Es braucht ein grundlegend neues Verständnis der Aufgaben. Für wen sind wir eigentlich da, muss sich dort gefragt werden. Für die Masse der Stuttgarterinnen und Stuttgarter, für ihr Interesse, nicht aus ihrer Stadt hinausgebaut zu werden. Dann muss im Rathaus vor allem an der Spitze aufgehört werden, sich als dienstbarer Geist der Immobilienlobby zu sehen, der Investoren den roten Teppich ausrollt. Am Hofbräuareal kommen zwei Dinge ins Spiel, sagte ich vorhin. Verfilzung der Stadtspitze mit Großeigentümern und zweitens die Bodenpolitik. Aldi Hofbräu ist zwar schon Geschichte, ganz aktuell ist der Fall der Allianz in Vaihingen. Die hat satte 30 Millionen Euro Spekulationsgewinne eingefahren, weil die Stadt und der komplette Stadtrat außer unserer Fraktion wie bei Hofbräu und Aldi den Bodenwert mit einem neuen, auf den Investor zugeschnittenen Bebauungsplan in die Höhe getrieben hat und also auch die Bodenpreise in der Stadt mit in die Höhe getrieben hat. Wem gehört die Stadt, ist also im Kern die Frage danach, wem gehört der Boden? Grund und Boden ist ein nicht vermehrbares Gut, ist keine produzierbare Ware. Schon allein deshalb dürfte er nicht Privateigentum sein, sondern er müsste öffentliches Gemeingut sein. Denn wer über den Boden bestimmt, bestimmt darüber, wie die Stadt aussieht, bestimmt darüber, wie und wo gebaut wird, wer sich das Wohnen in der eigenen Stadt überhaupt noch leisten kann. Der Bodenpreis bestimmt im Neubau heute 80% der Miethöhe. Nicht die Baukosten sind der treibende Faktor, die Bodenpreise. Wer die Mietenexplosion stoppen will, muss also Schritt 1, als Sofortmaßnahme, die Mieten deckeln. Ganz konkret kann der Stadtrat damit bei den 18.000 Wohnungen der SWSG anfangen und sie einfrieren, statt sie weiter zu erhöhen. Dafür werden wir im Stadtrat streiten und sagen den Mieterinitiativen dafür unsere Unterstützung zu. Und Schritt 2 muss heißen, städtischer Boden darf nicht länger verkauft werden. Die Stadt selber muss ihn künftig selber nutzen und die Bürgerinnen und Bürger an den Nutzungskonzepten beteiligen, so wie das jetzt die Schöttle-Initiative haben will. Grund und Boden muss der Spekulation entzogen werden, Schritt für Schritt wieder in kommunales Eigentum kommen. Und dafür müssen konsequent die städtischen Vorkaufsrechte genutzt werden. Auch das wird ohne Kampf nicht zu haben sein. Die Immobilienlobby heult ja jetzt schon auf, weil auf unseren Druck hin die Regeln für städtische Vorkaufsrechte verschärft worden sind. Und die Stadt, so berichtet heute die Stuttgarter Zeitung, theoretisch ein Vorkaufsrecht jetzt an 228 Immobilienverkäufen im Wert von je 500.000 Euro pro Jahr hätte. Ja, es gibt auch beim Bohren dicker Bretter solche kleinen Erfolge, aber es braucht deutlich mehr öffentlichen Druck, damit diese Vorkaufsrechte auch tatsächlich genutzt werden, um mehr Boden für eine soziale Nutzung und mieterfreundliche Politik in kommunale Hand zu bekommen. Es braucht Druck, dass die Gemeinderäte und die Verwaltung Spekulation und Spekulanten ausbremsen, statt sie wie bisher unterstützen. Das braucht richtig starken Druck, der eine gewisse Wucht erreicht, um zu wirken. Wir dürfen also die Mietpreistreiber, diese Raubritter der Immobilien- und Wohnbaukonzerne, auch in Stuttgart nicht in Ruhe lassen. Zum Beispiel, wenn die Immobilienwirtschaft im Juli im Rathaus bei ihrem Immobiliengipfel wieder Profit- und Betongoldfestspiele feiern will. Wir sollten da sein. Wir sollten sie da nicht ungestört feiern lassen, sondern die Frage, wem gehört die Stadt, lautstark beantworten. Das ist unsere Stadt.